Rapplers with Attitude presents MVP, Most Valuable Podcast, Vienna Calling. Leute, wir sind wieder mal da. Wir haben schon lange keinen Podcast jetzt mehr geführt. Wir waren lange weg. Wir haben ein bisschen Kommunikationsprobleme gehabt. Wir haben keine Termine frei gehabt. Ist ja alles zeitlich nicht ausgegangen. Viele Projekte. Ein riesiges Projekt seht ihr gerade im Hintergrund laufen. Das ist das neue Outdoor-Gym von Malou und Atombody und unserer Wenigkeit. Und ja, das könnt ihr ein bisschen auf euch wirken lassen. Also unsere Wenigkeit bedeutet, dass wir hier eine Mattenfläche anbieten. Ganz genau. Und hier im Trainings anbieten. Ja? Das heißt Jiu-Jitsu unter freiem Himmel. Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, wer von euch, der diesen Podcast hört, das schon einmal erlebt hat. Das ist wirklich sehr eigen, extrem cool. Und auf jeden Fall. Wo hast du das erste Mal erlebt? Wo alles in Ordnung war, wo es diese Krankheit nicht gegeben hat, war ich irgendwann einmal in Mexiko. Das ist ein Film, irgendwann in Mexiko. Irgendwann in Mexiko und dort haben wir ein bisschen am Dach, am Rooftop Jiu-Jitsu trainiert. Und das war richtig cool. Sonne, so wie hier eigentlich. Eigentlich ganz genau wie hier. So wie hier, nur mit mehr Palmen und viel mehr Meer. Viel mehr Meer, ja, ganz aber genau. Hier sind wir halt mitten in der Stadt, in Wien. Und das hat auch was für sich. Aber ich glaube, es wird genauso werden wie in Mexiko, weil damals haben wir auch im größten Regen miteinander. Hey, servus. Ihr habt kein Ding. Komm zu uns, komm rüber, komm natürlich. Das ist der Tischler unseres Vertrauens, der wird dafür zuständig sein, dass wir unsere Matten schön in einer Form haben werden. Ja. Er ist ein bisschen kamerascheu, er möchte sich nicht zeigen. Auf alle Fälle wollen wir jetzt, wo ihr seht, also ihr seht jetzt hinter uns die riesigen Gerätschaften, so. Ich war vor kurzem in Belgrad und deswegen kommt der balkanische Akzent ein bisschen mehr heraus. Was hast du in Belgrad gemacht? Ich habe in Belgrad gekämpft, wieder mal seit einem Jahr, weil es dort die Krankheit auch viel weniger gibt als hier in Mittel- und Zentraleuropa. Also. Okay, was war das für ein Wettkampf? Das waren die ADCC Open, Belgrad Open. Okay. Also es waren ADCC Rules, 6-Minuten-Runden. Das Finale hätte 8 Minuten dauern sollen. Da war ich aber nicht, weil ich im Halbfinale verloren habe. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe ein bisschen Heelhook und Footlock Defenses schlecht reagiert und habe halt klopfen müssen. Mhm. Gegen Marcin Bandel habe ich verloren. UFC-Veteran, sehr cooler Typ, sehr respektvoll. Und jetzt hoffe ich auf eine Revanche dann in Polen im Juni. Werden die nächsten ADCC Open sein.
Und ja, ich hoffe, da kann ich mich revanchieren und kann ihm einen Heelhook zurückgeben. Also das ist auf alle Fälle mal das Ziel. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Aber hast du davor auch irgendwie was gewonnen? Weil du bist ja immerhin bis ins Halbfinale gekommen. Achso, ja, ich habe davor, ich rede noch von meinen Niederlagen. Ja, ich habe zwei Kämpfe davor gehabt, die habe ich beide via Heelhook gewonnen. Und dann um den dritten Platz, bei den ADCC Open kämpft man dann um den dritten Platz. Da gibt es keine zwei Dritten wie bei der IBJJF oder verschiedenen. Eigentlich nur bei der IBJJF gibt es zwei dritte Plätze, was ich eigentlich für bescheuert finde, aber ja. Wieso? Dann hat man immerhin eine Medaille. Also ja, ganz genau. Haben dann vier Leute die Möglichkeit, eine Medaille zu haben. Dann gibt es zwei Dritte, das verstehe ich nicht. Blödsinn. Nein, ich finde es viel cooler und man hat einen Kampf mehr. Also das finde ich ist cool, auch wenn du verlierst, das Halbfinale verloren, aber du kannst wieder kämpfen. Das ist dann mir passiert, dann habe ich um den dritten Platz kämpfen dürfen und habe dann noch einen Heelhook verteilt und habe mir somit die bronzene Medaille gesichert. Und habe sehr viel Spaß gehabt, also habe seit einem Jahr jetzt nicht mehr gekämpft. Erstens wegen dem ganzen Corona-Zeugs, was da dazwischen gekommen ist. Habe eine Verletzung gehabt auch. Ja? Ja. Weißt noch, das war ein bisschen, ist zwischen vergessen, uns gestanden, das Thema, ja. Dein genau, Bandscheibenvorfall. Mein Bandscheibenvorfall im September. Und ja, jetzt bin ich wieder froh, competen zu dürfen und hoffe, dass die Turniere bald einfach losgehen werden und dass wir das langsam hinter uns lassen können mit was auch immer für Sachen, die wir machen müssen, damit wir jetzt competen können. Ja. Und ja, auf alle Fälle erzähl uns jetzt mehr über unsere Mattenfläche, weil ich war ein bisschen verhindert und weiß jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall kommen da nach hinten, wenn man hier irgendwie nach hinten schauen könnte. Ich weiß nicht, sieht man das da hinten? Ah, okay. Vielleicht cool. Kannst du es dann rein einblenden. Kommt eine Mattenfläche hin, geplant 200 Quadratmeter, jetzt wären es halt 100. Aber 100 Quadratmeter mitten in der Innenstadt sind noch immer mehr als jemals irgendwie Outdoor waren. Das heißt, genau. Wir werden auf jeden Fall da hinten diese Mattenfläche haben, auf die wir uns super freuen. Es sind Leute eingeladen, mit uns zu trainieren. Und wie gesagt, ab 19. ist Kampfsport wieder erlaubt, also Kontaktsport. Genau. Offiziell. Und wir können es eigentlich nicht mehr warten, endlich wieder loszulegen. Ja? Ich meine, wie gesagt, wir haben ja trainiert, aber für Leute, die halt das hobbymäßig machen, dass sie endlich wieder was machen können, ja. So ist es. Also ich hoffe auch, ich glaube, dass es ziemlich cool sein wird. Auf alle Fälle werden wir draußen trainieren, wenn das Wetter schön ist. Und sollte es regnen oder zu kalt sein, ich hoffe, es wird nicht mehr zu kalt werden. Aber sollte es regnen, werden wir dann trotzdem indoor die Gruppenstunden abhalten. Also es wird immer darauf ankommen, wie das Wetter eben sein wird. Und ab 19. glaube ich, indoor ist es auch erlaubt, nur halt mit keine Ahnung, was für Regelungen jetzt schon wieder. Ja, es irgendwie, ich glaube, man braucht irgendwie einen Test oder so, oder man muss geimpft sein oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall. Es ist super, dass wir kein Gym führen, weil wir wissen das alles. Ja, ne, das müssen wir halt noch einmal nachlesen. Ja. Und dann müssen wir das wirklich zu 100% umsetzen. Damit es keine kranken Leute mehr gibt. Jawohl. Damit wir die Welt retten. Auf jeden Fall. Schaff dich, schaff mich. Ja. Gesund bleiben. Der Wind weht hier sehr, also wie ihr sehen könnt, ist es sehr windig hier. Die Sonne scheint runter, der Wind erfrischt die ganze Zeit. Und wir werden jetzt auf diesen 100 Quadratmetern werden wir dann trainieren. Es wird Gruppenstunden geben, jetzt von unserer Seite aus, weil viele Anfragen gekommen sind, wie das sein wird. Unsere Gruppenstunden sind für unsere Mitglieder und nur für die Mitglieder. Das heißt, es wird Zeiten geben, wo ein Open Mat zur Verfügung sein, also wo wir Open Mat zur Verfügung stellen werden, aber das werden wir noch bekannt geben. Das heißt,
Das heißt, das wird dann eben online gestellt, wer jetzt Bock hat, von anderen Gyms halt irgendwie mit uns gemeinsam zu trainieren hier. Ganz genau. So, noch einmal, kommen wir mal zurück competition-technisch. Das heißt, jetzt gibt's ja wieder Jiu-Jitsu-Wettkämpfe. Und was ist das nächste, was interessant ist? Das nächste Interessante in Europa, ich meine, es gibt jetzt ein paar, ich glaube, es gibt die ATP oder AJP, also die Abu Dhabi Tour. Ich vergesse immer die Abkürzungen. Ich glaube, es gibt eine Anfang Juni in Bulgarien. Und dann Bulgarien. Und ich darf das, unser Kameramann ist Albaner. Er hat es mir erlaubt. Alle Beschwerden zu Metin. Auf alle Fälle gibt es dann auch noch Ende Juni in Polen, in Warschau, die ADCC Open. Also das werden jetzt nicht die Trials, sondern wie in Belgrad eben Open werden. In 10 Tagen wird in Valencia ein ADCC Open, wird dort stattfinden. Und ich glaube, ja, 10 Tage. Und Anfang September oder Mitte September werden dann die ADCC Trials, also das heißt, wer die ADCC Trials gewinnt, der darf dann bei den Haupt-ADCC dann 2022 mitmachen. Und ich glaube, es gibt ein paar, ich glaube 6 oder 7 Gewichtsklassen, und jeder Gewinner seiner Gewichtsklasse darf dann eben dort teilnehmen. Das heißt, das sind die European, Asian, irgendwas Trials, also das ist ein sehr wichtiges Turnier. Der Haber da hinten, deadliftet gerade 40 Kilo, als wäre es eine Tonne, ey. Das ist einfach unglaublich. Ich pack's gerade überhaupt nicht. Ah, jetzt hat er sogar ein bisschen mehr drauf. Okay. Wieso musst du immer haten, Ali? Nein, ich hate nicht, aber der macht den Unkrach wegen seiner 40 Kilo. Das gibt's ja nicht. Na, Spaß. Entschuldige. Ich weiß, dass es ernst meint, das wäre überhaupt kein Spaß. Das war jetzt nur, um ein bisschen Stimmung reinzubekommen. Ja. Es tut mir leid, auch wenn wir ein bisschen, oder wenn ich ein bisschen müde wirke. Wir haben die letzten Tage sehr hart daran gearbeitet, um eben das alles zusammen mit Malu und Atombody auf die Beine zu stellen, beziehungsweise wir haben ihnen sehr, sehr viel geholfen. Die meiste Arbeit gilt eben dem Malu-Team und Atombody, und die haben halt einfach in 10 Tagen die ganze Geschichte hier auf die Beine gestellt. Also es war jetzt nicht viel drüber nachdenken, sondern die haben die Möglichkeit gesehen, genutzt und umgesetzt. Aber man muss sich das echt anschauen hier, ist voll interessant. Sowas hat es nicht gegeben. Wie gesagt, Wien, Österreichs und ich gehe mal davon aus, Europas größtes Outdoor-Gym einfach. Ich glaube, es sind 6000 Quadratmeter, jegliche Corona-Vorgabe sei mal dahingestellt, aber 300 Meter, also 300 Leute können passen da rein mit den ganzen Abstandsregelungen. Das ist halt einfach urlaubend. Man muss sich das echt anschauen. Wenigstens einmal herkommen. Das stimmt, am besten zum Jiu-Jitsu. Ja, natürlich zum Jiu-Jitsu. Wenn wir schon beim Jiu-Jitsu sind, waren wir vorher auch irgendwie. Was ist dir gerade lieber so, Gi oder No-Gi? Weil jetzt, wo du... Das ist eine Arschlochfrage. Jetzt, wo du... Ja. Jetzt, wo du Heel-Hooks verteilst und non Arm-Submitten bist. Ich werde es offiziell jetzt bekannt geben, dass mir No-Gi zurzeit viel mehr Spaß macht als Gi. Jawohl! Das ist ein Statement. Endlich. Also, Antonio Stanic ist zur Vernunft gekommen. Nein, ich habe es einmal gesagt und ich werde es nie wieder sagen. Wir haben es jetzt auf Kamera. Ja. Das ist nur eine Phase. Ich bin gerade in der Pubertät, was das Jiu-Jitsu angeht. Ist er nicht. Und ist er einfach nicht. Er ist längst draußen. Ja, ist ein... Nein, im 12. Jahr ist man schon langsam in der Pubertät. Also ich glaube, das ist dann nur so, ich rebelliere gegen die Eltern und Großeltern. Das ist der G-Sport. Nein, aber zurzeit trainieren wir eben wegen den Trials, weil einfach die ADCC sind einfach die Olympischen Spiele in unserem Sport.
Und deswegen haben wir einfach sehr viel Fokus jetzt drauf gelegt. Und ich glaube, es wartet auf uns. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja. Auf alle Fälle ist es deswegen Entschuldige, der Wind geht gerade wirklich wieder sehr, sehr heftig. Das erste Mal, dass wir auch eine Open-Air-Schaltung haben, was den Podcast angeht. Ja. Wir kennen das nicht, wenn die Plastikschilder umeinander fliegen. Ja, wir haben normalerweise immer nur die wie sagt man, der die Usi Indoor. Sitzt immer in diesen Designermöbeln drinnen. Wir sind nur das hier gewohnt eigentlich. Und jetzt sitzen wir auf Plastik. Plastiksesseln. Ich mein. Aber ja. Nein, auf alle Fälle ist das der Grund, wieso wir jetzt mehr ein bisschen ins Snowgy gehen, bis die Trials vorüber sind und dann kehre ich zu meiner alten Liebe wieder ein bisschen mehr zurück und werden wieder ein bisschen mehr Gi machen, weil ich es schon sehr vermisse. Na. Wir bleiben dabei. No-Gi rules. Derweil, ganz genau. Aber vielleicht auch in Zukunft. Ja, es wird sicher immer, es ist spektakulärer für jemanden, der halt einfach nicht Jiu-Jitsu, das nicht kennt. Der einfach nur zuschauen möchte, es schaut einfach viel brutaler aus, ist mehr Action, weniger so statische Bewegungen, wo man hält und Stückchen für Stückchen. Viel mehr Dynamik in dem Ganzen. Genau. Aber es ist auch leichter, No-Gi ist viel leichter als Gi. Viel leichter. Also, egal wer was anderes sagt, stimmt nicht. Nein, stimmt eh. No-Gi ist schon viel, viel einfacher. Ja, auf alle Fälle haben wir echt auch heute den ganzen Tag daran gearbeitet, Matten zu organisieren. Deswegen sind wir hier ein bisschen müde und nicht in größter oder höchster, in bester Verfassung. So. Ja. Wir sind dehydriert. Der Metin hat 40 Minuten auf Strom gewartet, er konnte nicht wirklich was aufstellen. Aber jetzt haben wir Strom. Jetzt haben wir Strom, wir haben eine Klima, wir haben ein bisschen Schatten. Ja. Und es ist ziemlich fresh. Auf alle Fälle werden wir die nächsten Wochen wieder ein bisschen öfters shooten. Das war jetzt einfach nur ein bisschen, um wieder reinzukommen ins Podcasten, ein bisschen über die 19. Ah, der Erwin ist da! Erwin, komm doch mal rüber. Ich lass ihn ruhig ein bisschen. Das ist ein. Wenn du fertig bist mit dem Telefonieren, dann kannst du herkommen, weil wir müssen eh mit dir reden. Ich hab's kurz den Erwin gesehen, der kommt dann eh dazu. Werden wir ein bisschen. Da ist er eh schon wieder. Erwin, setz dich mal her. Komm her. Nein, bleib. Bleibst du hier? Okay. Wenn es geht, bleib da sitzen. Weil was ist da jetzt? Also das ist der Podcast vom Ali und von mir. Ah, also jetzt, du bist nicht live, aber es wird ausgestrahlt nicht werden. Zugrufen. Ja genau, weil wir jetzt gerade hier drin sind und alles auf lautlos gestellt ist, damit man nichts bekommt. Dass du konzentrieren kannst. Genau, so ist es. Also wir haben jetzt eines der Gesichter hier vor der Kamera, die für die ganzen Sachen hier zuständig sind und das ermöglicht haben. Das ist der Erwin. Grüß euch, servus. Willst du dich kurz vorstellen? Was du so machst? Was soll ich sagen? Ich mache alles, was ich immer will, ruf mich an. Sie brauchen einen Transporter. Alles. Das stimmt, den Transporter für die Matten hat der Erwin heute auch organisiert. Nein, wenn was ist, helfen wir zusammen und wir haben das da alles gemeinsam auf die Beine gestellt. Auch großes Dankeschön an Athos. Dass er überhaupt nicht, dass er wirklich nicht einstudiert. Nein, aber das sie hat haben wirklich, die helfen immer on point, also ist wirklich top, was ihr da habt. Gerne und ohne euch wäre es ja nicht möglich gewesen. Sag einmal, wie lange hat das alles gedauert? Wir haben ein bisschen so drumherum erzählt, wir haben das ihr habt das in 10 Tagen jetzt oder wir alle zusammen. Wie lange das man brauchen würde oder wie man es normalerweise, wie schnell wir es geschafft haben und wie lange man es eigentlich planen sollte. Grundsätzlich brauchst du für so ein Event schon Minimum 5-6 Monate Vorlaufzeit, dass alles passt, sage ich mal, und ich glaube bei uns waren es jetzt summa summarum 10 Tage und unterm Strich ist es ein Pop-Up, wo auch natürlich nicht alles immer hundertprozentig passen kann, aber ich glaube, wenn man sich das anschaut im Hintergrund, die Leute nutzen es, sie wollen raus, sie wollen mit Freunden reden, treffen, trainieren, die meisten haben kein Leibchen an, also die 19-Jährigen, Bruder, zieh auf das T-Shirt, zuerst ich bin 35, was wollt ihr von mir, es ist immer ganz spannend. Ja, jetzt kommt noch die Gastro dazu, dass man auch ein bisschen den Lounge-Bereich hat, weil so wie es heute ist, fällt es da halt wirklich mit Wahnsinn, 40 oder? Grad oder was runter. Also so ein kleiner, suchen Sie überall einen Schattenplatz hinter den Container, also das werden wir auch noch ändern heute.
kommt Red Bull. Cool. Der, wir haben uns auch hier den Schattenplatz dazu ausgesucht, um hier ein bisschen zu podcasten. Ja. Erzähl uns, wie du hast jetzt kurz den Gastgarten jetzt angesprochen. Das heißt, das bleibt jetzt nicht so wie es ist, sondern es kommen noch mehrere Sachen genau, dazu. Genau, es kommen ja vor euch noch eure Sachen dazu. Genau. Also wir versuchen jetzt ständig zu erweitern, jeden Tag, soweit es geht. Red Bull ist jetzt sozusagen unser Hauptkooperationspartner. Es kommt ein richtig geiler Trailer hin. Dann mit unseren ganzen anderen Partnern noch werden wir eine Lounge aufbauen. Wie die ausschaut, wissen wir auch noch nicht. Also es wird sich alles ein Projekt im Projekt. Genau, den nächsten Tagen herausstellen. Und ja, dann können einfach die Leute, wenn sie wirklich einmal fertig sind mit dem Trainieren, einfach kurz in den Liegestuhl kurz rasten oder einfach auch quatschen und einfach ein kühles Getränk zu sich nehmen und fertig. Ich will da gleich anecken, ein kühles Getränk wird es auch Alkohol geben. Ja, es wird Alkohol geben. Es ist so, dass natürlich, wir sind schon gerade beim Essen auch also auf Healthy Food und so weiter ausgelegt. Das, was auch übrigens von Palomas kommt. Okay, da gibt es sehr, sehr gute Croissants und generell Croissants und Kaffee. Gut für den Körper. Gut für den Körper, für die Strandfigur. Es wird Alkohol geben, weil es einfach, wir haben bis 22 Uhr geöffnet und ich finde es halt einfach super, so wie wir gestern da. Wenn du mal kurz nach dem Training setzt du dich hin und machst du halt, musst du nicht aus dem Leben schießen, aber ganz man kann genau, ja. Es gibt auch eine 0,0 für dich, weil du trinkst ja keinen Alkohol. Die Elektrolyte müssen passen. Genau, dass man einfach ein kleines Bier zu sich nimmt und einfach darauf anstoßt, weil es, glaube ich, wirklich geil geworden ist. Genau. Kannst du uns nur ganz kurz die Teilnahmebedingungen auch noch erklären, dass wir das auch für die Leute hier zuschauen, es grundsätzlich, die interessiert grundsätzlich sind? So, dass ganz einfach, es gibt eine Online-Seite. Findet das, wenn ihr auf die Malu-Seite geht, auf Instagram ist auch der Link in der Bio drinnen oder schreibt uns an, wir schicken euch den. Kannst du einen 2-Stunden-Slot buchen, wir dürfen auch nicht aktuell Corona-bedingt nicht mehr anbieten, das heißt jetzt nicht, wir schmeißen euch nach 2 Stunden raus, aber grundsätzlich dürfen nicht mehr wie 300 Leute durchgehend hier sein. Ja. Das wird, glaube ich, jetzt mal meistens über den Tag verteilt nie passieren, also die Slots einfach buchen. Das Online-Ticket kostet 12,90 €. Kannst da von 10 bis 10 Uhr aussuchen, wann du das machen willst und einfach kommen, Spaß haben, trainieren, Leute treffen, mit Sicherheitsabstand natürlich. Und dann T-Shirt ausziehen und geht schon los. Super, super, super. Aber nur die 19-jährigen Buben, oder? Also ab 20. Ja, wie bei uns. Bei dir geht's noch, aber solange der Rade nicht kommt. Solange der Rade nicht kommt. Ist alles okay. Der Rade ist ein 2,5 m Typ. Der einfach wie gemeißelt ausschaut. Abnormal. Er isst aber auch 10 Eier zum Frühstück, also das musst du auch verkraften. Weißt ist eines der Aushängeschilder von der Tombody. Und er ist arbeitet. Auch olympischer Ringer, glaube ich. Ganz genau, ich weiß. Also er ist nicht nur riesig und breit. Er kann auch kämpfen. Der ist neben den Alex, neben dem Rakic gestanden. Ich fühle mich neben Alex klein, aber der ist neben Alex auch nochmal groß. Und es war halt ganz ein lieber Kerl und der ist, wenn der kommt, geht die Sonne unter und das stimmt. Ist so nett. Das stimmt. Richtig cooler Typ. Das wäre echt doch super lustig, als wir da eines der riesigen Geräte jetzt hier geschleppt haben. Wir waren zu dritt oder so und er mit einer Hand. Zu dritt auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rade hält das Gerät mit 2 Fingern so auf der Seite und schaut Instagram noch. Rade Petkovic gibt es einen. Ja. Er schaut in Natura noch brachial aus. Das stimmt, das stimmt. Und der wird auch hier sein und viele, viele mehr. Ja. Und wie lange geht das alles? Bis 30. Juni. Das heißt, viele haben auch gefragt, wie schaut es bei Schlechtwetter aus? Ihr seht es im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hängen ja auch die Gurte. Wir wollen eigentlich alles überdachen. Mhm. Nur, ihr könnt euch nicht vorstellen, du warst selber dabei, Antoni, wenn es hier der Wind geht, wenn es regnet, das ist wie die Hölle hier. Die friert zu, da bilden sich kleine Tornados und es hebt einfach alles weg. Deswegen war es einfach zu gefährlich, jetzt das auch zu machen. Klar. Und ja, Leute haben draußen im Schnee trainiert. Es ist jeden Tag offen, 10 bis 10, kommt her. Ihr seid nicht aus Zucker, zieht euch warm an. So ist es. Von nichts zum T-Shirt ist nicht so weit. Das stimmt. Und ja, also wie gesagt, immer jede Witterung ist offen. Super cool. Also es wird nie zugesperrt sein, immer wird offen sein. Super. Wir sind immer da. Wir sind immer da. Irgendwie. Mehr oder weniger. Wenn ich natürlich meinen offiziellen Job erledigt habe, dann bin ich hier. Natürlich, natürlich. Das müssen wir, muss auch gesagt werden, oder? Das muss gesagt werden. Genau. Super cool, vielen lieben Dank. Brauchst du noch irgendjemanden, oder? Ich weiß nicht, wenn du noch. Der Ali sollte jetzt. Der Ali kümmert sich, wir sind ein bisschen multikulti-task-fähig da. Und er kümmert sich gerade auch um die Mattenverteilung, weil der macht das mit dem Zwergi. Das ist der Zwergi.
Das ist unser Tischler des Vertrauens, das Freund von Anton. Genau. Ja. Ist der Anton noch da? Ich glaube nicht, der hat heute seine Kinder rechtzeitig abgeholt. Hat's vergessen. Aber man muss auch sagen, die Uhr geht falsch am Messlerplatz. Das stimmt. Und auf alle Fälle schauen sich jetzt das an, wie wir das am besten hinbekommen werden, dass die Matten nicht verrutschen. Das heißt, er will jetzt schauen, dass wir eine Art Bilderrahmen oder Matten oder wie auch immer, also wie auch jetzt da, wie du siehst, die Matten, da jetzt, dass sie nicht verrutschen, dass sie es ein bisschen absperren. Perfekt. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, hast du den Daniel irgendwo gesehen? Der war auch welcher Daniel? Unser Daniel auf dem Malu. Den können wir auch ein bisschen herholen. Was willst du mit dem reden, Alter? Der soll auch ein bisschen reden. Also, ein bisschen das Team geht. Der Uzi ist nicht da, oder? Doch, der Uzi sitzt. Warte, ich bring ihn. Wenn du willst, dann bring den Uzi auch mal kurz her. Dann können wir das auch machen. Erwin, danke dir, gell? Das war der Erwin Tauber. Er ist für das Marketing zuständig, welches eben das Malu betreibt. Und eben auch jetzt für die ganzen Marketing-Sachen und jetzt für die Gastro hier zuständig. Er hat auch eben ein kleines Café-Bistro, also ein kleines Café-Bistro mit seiner Freundin, das Palomas, das ist im 12. Bezirk. Und die kommen dann eh auch mit ihrem Container hierher und dann wird es auch, wie gesagt, Alkohol, jetzt wollte ich sagen Drogen geben, aber stimmt ja nicht. Jetzt warten wir hier noch ganz kurz, ich sehe ihn schon, der Herr, der alles gemacht hat. Du musst was arbeiten, jetzt muss ich kurz her, soll der Erwin arbeiten? Okay. Hallo Sie. Also wir sind schon live? Natürlich, also live sind wir nicht, aber sind ausgestrahlt. Hallo, Uli. das ist der Uzi, das ist der Inhaber des Malu. Der hat hier alles jetzt möglich gemacht, zusammen mit der Tonbody und den Erwin, den ihr vorhin gesprochen oder gesehen habt. Und willst du dich selber nicht kurz vorstellen, was du hier, wie ihr das alles gemacht habt, wie das jetzt alles ausgegangen ist? Weil ganz genau haben wir die Geschichte jetzt nicht gehört, wie du eigentlich zu dem Ganzen hier gekommen bist. Ja, wie die Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Was haben wir jetzt? Heute ist Dienstag. Ich würde sagen jetzt 12 Tagen ungefähr, ist der Marco, der Eigentümer-Geschäftsführer von Atombody, zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm, also Malu mit ihm, einen Outdoor-Gym veranstalten würde. Ich habe dann gesagt, dass die Idee grundsätzlich eine nicht so schlechte ist. Mhm. Ich sowas aber natürlich nur dann mache, wenn es tatsächlich was Pompöses, was wirklich Einzigartiges und Geiles wird, weil ganz oder gar nicht. Hast du geschafft, so nebenbei? Am Ende war dann die Frage, er war, glaube ich, an der Location dran für den Volksgarten. Ja. Die hat er nicht bekommen und dann war die Frage, was gäbe es denn grundsätzlich? Und jede Location, die interessant gewesen wäre, ist natürlich dann ab dem 19. für die Gastro interessant. Weshalb wir das dann noch recht weit ausgeschlossen haben. Und dann ist dann irgendwann mal der Eislaufverein aufs Tapet gekommen. Und nachdem ich den Eigentümer, grundsätzlich den Michi Theuner kenne, der auch bei uns trainiert, habe ich dann kurz das WhatsApp rübergeschickt, mit wem wir uns in Verbindung setzen müssten und dann ist das irgendwie ins Rollen gekommen. Dann sind wir vom Michi Theuner zu Jagerhofer zu Acts und dann hat sich das alles irgendwie ergeben, dass wir dann innerhalb von 2 Tagen das Projekt als Idee durchbesprechen konnten, wir uns relativ schnell geeinigt haben auf die Untermiete, weil Acts macht dann ab Juli die Beachvolleyball-WM. Nachdem wir den Mietvertrag dann durch hatten, hat sich dann der weitere Zufall ergeben, dass ein Studio in Wiener Neudorf leider nicht mehr aufsperrt. In unserem Fall war es ein Glück, weil es eine Versteigerung gegeben hat des gesamten Fitnessstudio-Equipments, die auch noch glücklicherweise am Samstag stattgefunden hat. Also am Kann Tag, mich erinnern, nachdem wir das gemacht haben. Ja, am Samstag war dann die Versteigerung, die sehr spaßig war, muss ich sagen, grundsätzlich. So glücklich habe ich ihn, seit alles zu war, lange nicht mehr gesehen. Ja, fremdes Geld ausgeben, ist immer eine tolle Geschichte. Wir hatten dann am Samstag dann ungefähr 80% des gesamten Parks, würde ich mal sagen, gekauft. Haben dann relativ schnell organisieren müssen, natürlich die Leute, die das alles abholen, Spedition, Live Fitness hat dann auch sehr gut mitgeholfen, Hammer, damit wir halt auch die entsprechenden Techniker hatten, weil es natürlich nicht möglich war, das ohne Techniker zu machen. Natürlich. Wir haben dann am Montag die Sachen angefangen zu holen und dann von Montag bis Freitag abgebaut in Wiener Neudorf, aufgebaut hier, die Flächen ausgemessen, aufgelegt, Sicherheitsabstände ausgemessen mit Schlagschnur, Gabelstapler fahren lernen, viele Dinge, die lustig waren. Das hast du sehr gut gemacht. Super gemacht. Und dann irgendwie sind wir dann tatsächlich
trotz starkem Regen zeitweise, auch mit Hilfe vom Ali, der dann du und dann Daniel, glaube ich, Daniel, ja, die zwei waren dann. Im strömenden Regen, die ich nicht auslassen habe. Ich wollte die Container noch unbedingt aufstellen. gemeinsam haben wir das dann geschafft und waren dann tatsächlich am Freitag so weit, dass wir Samstag eigentlich nur mehr, glaube ich, aufräumen mussten. Genau, ja. Und Sonntag haben wir dann noch die paar letzten Kleinigkeiten gemacht und dann war eigentlich schon ein kleines Soft-Opening da. Und Montag dann die Eröffnung und das Ding ist eigentlich von der ersten Sekunde eingeschlagen und wenn ich das sehe jetzt, geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Also es ist heute den ganzen Tag schon relativ voll, muss ich sagen. Wir sind meistens so immer so 20, 30 Leute durchgehend seit 10 Uhr früh. Mhm. Aber man hat es gestern schon gemerkt, dass 18 Uhr, so gegen 18 Uhr dann die Zeit wird, wo sie nach der Arbeit halt alle eintrudeln. Natürlich. Und es wird heute wahrscheinlich wieder genauso wie gestern werden. Und jetzt haben wir noch nicht einmal 5. Es ist wirklich voll, ja. Nein, also ich muss sagen, gestern war so der Punkt, wo ich dann gesessen bin da oben, bei mir eine Zigarre das ein bisschen überblickt habe und ich das erste Mal so richtig genießen konnte. Ja. Die Arbeit, die wir alle zusammen, muss ich sagen, geleistet haben. Danke nochmal auch an dich, an den Ali, an das ganze Artus Jiu-Jitsu-Team, die ja auch mitgeholfen haben vom ersten Tag an und sich zum Todel gebuckelt haben, gemeinsam mit mir. Und vielen anderen Leuten, also ohne euch und ohne den Rest wäre es auch überhaupt nicht möglich gewesen, das alles zu schaffen. Gerne, gerne. Wir haben das alles sehr gerne gemacht, eben zusammen. Und als Dank haben wir eben dieses riesige Areal, wo wir jetzt endlich draußen trainieren können und in der Sonne. Das heißt, es hat so ein richtig schönes Miami Muscle Beach Feeling hier, beziehungsweise California Muscle Beach. Ich wollte noch nicht mal fragen, jetzt sind wir wahrscheinlich dreimal besser dran, als in Mexiko auf dem Dach zu trainieren. Das haben wir auch vorhin schon geredet. Es wird viermal so groß werden, die Sonne wird zehnmal so heiß sein, da wir auch keine Überdachung haben. Auf die Gi-Stunden wird es lustig, oder? Oh ja, das wird sehr. Wobei die No-Gi-Stunden werden noch viel flüssiger werden, weil. Jetzt kannst du mal deine Gis dann endlich wieder auspacken. Die bleiben alle eingepackt, die haben alles Sammlerwert. Und solange ich meinen schwarzen Gurt nicht bekomme, weiß mit weiß geht nicht. Weiß mit weiß geht nicht. Das ist der erste, den ich hier kenne, der einfach nur mit dem Schwarzen trainieren will, weil es vom Outfit her besser passt. Also, und der einzige, der mit Balenciaga am Gabelstapel unterwegs war. Also, das hat wirklich keiner geschafft. Eine wichtige Frage habe ich noch an dich. Du hast es seit Montag, seit Montag ist es offiziell offen. Genau. Hast du selber schon trainiert? Am Sonntag, also wirklich selber schon trainiert? Jetzt nicht sonderlich viel und nicht sonderlich lange, weil ich gemerkt habe, dass die 5 Tage einfach extrem zehrend waren. Ja. Ich bin beim zweiten Satz komplett eingegangen, bei halb. Aber ich habe es zumindest versucht, der Wille war da. Ja. Super cool. Jetzt muss ich nur mal schauen, jetzt ist die neue Verordnung heraus, seit gestern, glaube ich, oder so. Die muss ich heute noch lesen. Okay. Die ist nämlich auch ziemlich idiotisch schon wieder, was ich so mitgekriegt habe am Rande. Okay. Weil sie haben die Verordnung rausgebracht und in der Verordnung haben sie die Verordnung schon wieder geändert, also in derselben Verordnung. Okay. Das heißt, der für Sportstätten wichtige Paragraph gilt genau 2 Tage angeblich, vom 19. bis zum 21. Nur am 21. gilt er dann nicht mehr. Das geht um die Testpflicht. Okay. Insgesamt. Und jetzt muss ich mir mal im Detail anschauen, was das Ganze jetzt bedeutet, Indoor-Outdoor, weil derzeit findet sich für Outdoor überhaupt keine Regelung. Okay. Glaubst du, haben sie wegen dir jetzt die Outdoor-Regelung geändert? Möglich. Aber es ist halt, das Kontaktsport war für mich jetzt dann auch relativ wichtig, ob man eben mit euch draußen eben problemlos einfach wieder wollen kann. Ja. Weil Indoor wird ja, ich weiß nicht, ob es ein Problem gibt, aber ich glaube, es ist sogar Indoor jetzt. Ab 19. Ab 19, ja. Also so schaut es zumindest aus. Ja. Cool. Es ist Kontaktsport soweit erlaubt. Ja. Cool. Super cool. Und deswegen aber trotz allem, es ist und bleibt eine Alternative für alle, die sich nicht reintrauen, weil die Voraussetzungen für den Eintritt sind halt doch mühsam mit diesen ganzen Eintrittstests und sowas. Und alle Leute, die es eben nicht wollen und die grundsätzlich ein Problem damit haben, oder sagen, wenn es nicht kontrolliert wird, dann komme ich nicht. Oder wenn es kontrolliert wird, dann komme ich nicht. Man kann es ohnehin niemandem recht machen. Haben hier jetzt einfach definitiv eine wirklich gute Alternative, weil hier gibt es keine Kontrolle. Ja. Es ist Outdoor und damit sind wir eigentlich sehr safe, was die ganze Sache betrifft. Und vor allem auch, weil Geräte und alles halt 6 Meter Abstand zueinander hat, die Fläche doch 6000 Quadratmeter sind. Das heißt, wir haben sehr viel Spielraum und können da relativ coole Sachen machen. Super cool. Also gibt es dreifach so viel Abstand, als eigentlich sein sollte. Genau. Super cool. Also, wie ihr gehört habt, ihr braucht keine Tests, ihr könnt herkommen. Der Erwin hat euch erklärt, online über die Malou-Website könnt ihr euch die Tickets reservieren, 12,90 € für 2 Stunden, wobei ihr nicht rausgeschmissen werdet nach 2 Stunden, soweit der Erwin das gesagt hat.
Super cool, dann danke dir, Uzi. Möchtest du noch irgendwen Danke sagen oder irgendwen erwähnen noch? Danke an meine Mama und meinen Papa. Und an die erste Bank. Danke dir. Bis dann. Ja. So, das war unser Danke dir vielmals, ja? Bis bald. Baba. Ciao. So, was hast du jetzt in Erfahrung bringen können bezüglich der Matten? Haben wir Probleme? Nein. Wir wollten nur das System klären, wie diese Fläche halt nicht verrutscht. Okay. Fertig. Und wir haben da jetzt eine, weil wir dürfen da nicht in den Boden reinbohren. Und das heißt, man kann nicht irgendwelche Sockelleisten aufstellen und solche Sachen. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir eine super gute Idee. Erklär sie gar nicht, weil die kommt euch anschauen. Ja. Ab 19. Ihr werdet selber sehen. Super cool. Ja, ich würde auch an der Stelle eigentlich das für heute mal sein lassen. Ich wollte das einmal ein bisschen wieder reinkommen, ein bisschen über die Geschehnisse eben reden, was da eben jetzt sich getan hat. Ich hoffe, dass das nächste Mal schon die Mattenfläche sichtbar ist. Dann können wir vielleicht einen direkt auf den Matten abhalten, einen Podcast. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe natürlich. Ich meine, ich habe jetzt schon Flipflops an, weil es einmal über 20 Grad gehabt hat, muss ich Flipflops anhaben. Okay. Auf alle Fälle wollte ich noch persönlich noch einmal dem Malu danken. Auch Atombody und allen anderen Sponsoren, die uns hier eben geholfen haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer da jetzt noch dran beteiligt war. Auf alle Fälle auch ein fettes Dankeschön an Dramats und an triceps.at für die ganzen Sachen, die wir immer zur Verfügung gestellt bekommen haben und werden. Natürlich VHTS. Und ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwen oder was vergessen habe. Von mir nochmal und vom Ali natürlich ein riesengroßes Danke an unser ganzes Team. Jeder von Athos Vienna, der ein Mitglied bei uns ist, der darf hier bis zum Ende Juni umsonst trainieren. Wer den Code haben möchte, muss sich bei uns melden. Ihr bekommt den Rabattcode und werdet auf die Liste geschrieben. Das heißt, im Abgleich kommt ihr dann hier rein und könnt das Krafttraining hier absolvieren, beziehungsweise dann zum Jiu-Jitsu kommen. Habe ich recht? Ich glaube schon, ja. Oder habe ich was Falsches gesagt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Falls ich was Falsches gesagt oder verstanden habe, dann stimmt es halt nicht. Ja. Pech. Na, vielen Dank euch. Danke fürs Reinhören und bis bald. Bis dann, Leute.